Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und heute haben wir bei der WM Spiel um Platz 3, Brasilien gegen Niederlande. Und um die beiden Verlierer zu ehren, spiele ich jetzt Footlol Epic Fail League und ganz wichtig, was da unten steht, ja, ich gehe mal mit der Maus hin, versuche nie diesen Fußball im echten Leben zu spielen. Ihr werdet sehen, wäre auch nicht so gesund. Ich zeige euch mal ein bisschen was von der Meisterschaft. Ich habe die mal ein bisschen angezockt. Das heißt, wir werden jetzt also ein paar Sachen sehen, die man schon kennt. Ja, Ruhe. So, ich mache jetzt einfach mal... Ich glaube, das ist der erste, ne? Fängt's denn, wo geht's denn los, Freunde? Ich glaube, hier ist... Hä? Ja, ja, du kannst mich auch mal. Ich will ein... Ja, Ruhe, du Schnulli. Ich freue mich, dass ich Erfolge habe. Super. So, komm. Ich möchte nicht den Planeten spielen, ich möchte auf dieser Erde bleiben. So, wir machen jetzt einfach mal. Hier geht's los. Danke. Okay. So, hier gibt's Fähigkeiten. Und wir steigen einfach mal ein. Dann seht ihr schon, worum es eigentlich geht. Das ist unsere Mannschaft. Das ist auch klar. Also, ja, alles ein bisschen Tutorial. Da geht es darum, seht, jetzt haben wir als Fähigkeit eine Mine und dann können wir den Torwart hochjagen. Die Mine ist sowieso die Fähigkeit, die mir am meisten Spaß macht. Wir können auch natürlich unsere eigenen Spieler mal ein bisschen bestrafen, einfach mal ein bisschen motivieren. Ne, ihr wisst, Zuckerbrot und Peitsche. Ich sage mal so, wie wahrscheinlich auch... Na komm. Na komm, wir machen mal ein bisschen wieder Mine. Und einfach auch mal ein bisschen wieder rein. So, komm, schieß mal selber. Ist so, Spieler mit der Mine bestrafen, da wollte ich gerade was sagen. Das hat so ein bisschen was. Das ist, glaube ich, die Felix Magath-Nummer von Footlol. Nein! Was macht ihr denn da? Rein da! Oh, schieß! So, toll. Trifft sogar ohne Torwart. Ist großartig. Solltest Profispieler werden. Ist klar, es kommen natürlich dann immer Fähigkeiten dazu. Ihr habt ja gesehen, irgendwie bis Stage 6 oder so bin ich gekommen. Sag mal, ist heute Jagdsaison oder was? So. Ach, rein. Kann nicht wahr sein. Ich meine, es ist Level 1. Entschuldigung. Was ist hier los? So, haben wir. Da passiert nicht mehr viel. Oh, Ruhe. Und so ist eigentlich auch das ganze Spiel. Also ihr spielt nicht selber das Game, sondern ihr spielt, wenn man so will, eben, ja, so eine Art Simulation. Das heißt, ihr greift da so ein bisschen so als Trainer ein. Nein, ich möchte immer noch selber wählen. Ja, das ist schön, dass ich hier Erfolge habe. So, das war Level 1, dann machen wir jetzt Level 2. So, wir können jetzt hier Fähigkeiten wählen. Ihr seht, was ich hier jetzt alles schon habe. Die sind neu. Die habe ich mir noch nicht mal angeguckt. Aber ich fahre mit der Mine eigentlich immer ganz gut. Das ist Schild. Wird er mir jetzt wahrscheinlich gleich das Schild erklären. Im Level. Mit dem Schild kann man einen Spieler, glaube ich, für eine gewisse Anzahl von Sekunden unverwundbar machen. Das kann helfen. Kann aber auch, ja, auch teilweise nicht viel was bringen. So, jetzt möchte er nämlich hier einmal was für den Schützen. Sichern. Aber... Ich fand eine Mine immer sinnvoller. Später ist es dann wirklich so, dann sollte man eine Kombination rausmachen, weil ihr einfach nicht so viele Minen habt. Das heißt, ihr seht ja, das geht ja gut auf Ressourcen. Ich habe so das Gefühl, vielleicht bin ich da auch falsch, ich habe so das Gefühl, das Spiel wird dann irgendwann auch länger. Alter, bist du hakenstramm oder was? So, komm, jetzt schnapp dir den Ball. So, komm. Das nehmen wir mal noch ein bisschen Schutz. So, schaffst es ohne Torwart? Hey, du bist großartig. Kernphysik oder Fußballer, ne? Und er hat sich dann für das Richtige entschieden. Weil ohne Torwart sollte man ein Tor schießen können, sonst sollte man über seine Berufswahl nachdenken. Ne? Augen auf bei der Berufswahl, ihr kennt das. So, 1-0. Super Spiel, es gibt... auch Zusatzaufgaben. Ich glaube, die seht ihr gleich schon.
Ja, komm, lass mich mal wieder hier rein. So, dann sind wir jetzt auch. Das ist schön, das ist mir vollkommen egal, wie der Gegner sich anpasst. So. Dann machen wir das Gleiche. Was wird die ändern von mir? Darf ich das nicht nehmen? Doch, darf ich das nehmen. Was sagst du mir denn da für ein Symbol an, mein Freund? Was machen wir denn in dem Spiel nochmal? Aber ihr seht, so funktioniert's. Es ist definitiv putzig. Ist überhaupt keine Frage. Ach, da. Das ist der, genau. Das ist der dementsprechend, dass der auch eigene Fähigkeiten hat. Naja, gut. Was soll er Fähigkeiten haben? Seht, da ist er ein bisschen geschützt. Oh, danke. Also ihr seht, wenn man das richtig vernünftig kombiniert, dann, und das war jetzt mal eine schöne Geschichte, dann sieht man auch, dass die, dass es hier eine relativ einfache Sache wird. Schön, dass du das nicht selber auffällst, wenn ich nicht eingreife. Sag mal, bin ich jetzt wieder Pausenclown oder was? Ja, natürlich, das ist ärgerlich. Hast du den Torwart schützen? Das finde ich nicht gut. Aber ihr seht, irgendwann ist gleich die Zeit weg. Jetzt ist es weg und jetzt schieß rein. Hau doch drauf! Meine Güte, brauchst du eine Einladung oder was? So, danke. So, jetzt kann ich eigentlich noch halten. Jetzt kann ich mir Spaß machen. Kann man den Torwart auch mal schützen. Man kann auch, wenn man so will, das ganze Team schützen. So, zack. Souverän. Komm, ich schütze mal den Gegner. Ich habe hier meine Aufgabe. Komm, heute ist Protect-Wochen. Bei MacZock oder so. So, was machen wir denn in Level 4? Ihr seht schon, ne? Das hier mit den Sternen. Aber ich denke mal, da kommen wir leider hin. Wir haben das Feld vermint. Ja, genau. Trotzdem brauche ich aber immer noch schöne Minen. Es gibt eine Möglichkeit, das sehe ich, das habe ich noch überhaupt noch nicht gemacht, dass man ja auch Fähigkeit kauft und dass man hier seine Slots erweitert. Könnt ihr euch denken, gibt's alles. Aber sonst ist auf jeden Fall fein. Was denn? Das sind Schotten? Aber blonde Schotten. Sind das Ex-Models oder so? Naja, gut. Ja, wo gehen die gewinnen? Ja, komm. Reiner! Nein! Lauf! Lauf! Du bist ja so... Du bist ja ein Bewegungstalent wie, weiß nicht, Cartman! Siehst auch ein bisschen danach aus. Komm, mein! Schieß ihn doch rein! Ich hab nur noch 39 Minen. So, mach rein! Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen wieder eine Safe-Runde. Können wir mal den hier machen. Jetzt mal ein bisschen hier schützen. Können wir auch mal richtig, richtiges Fußballspiel sehen. So. Ah, gut, hätte ja passen. Klappt, wäre das ganz gut gewesen. Jetzt steht's 1-1, ne? Danke. Ja, jetzt muss ich noch nicht mal großartig eingreifen. Komm, mach das 3-1. Du Suppentrulli! Egal. Kriegen wir auf jeden Fall ein Achievement, ihr seht das schon. Und hier gibt's also Bonusziele, dann gibt's dann auch Bonus-Score. Aber sonst schadet sich das nur für den unterschiedlichen Fähigkeiten. So, wir haben das haben wir vermint. Genau, und jetzt kommt, glaube ich, das erste Mal, wo man so eine klassische Nebenaufgabe hat, wenn ich das oben sehe. Genau, hier. Ihr müsst also dementsprechend 2-1 das Spiel abschließen. Das heißt, ihr müsst das also auch genauso manipulieren, dass natürlich der Gegner ein Tor schießt, weil, ne? Sonst geht das nicht. Oh, komm, komm mal rein hier. Schön.
So, komm und hau rein. Na komm, und dann mach du schon mal ein Tor. Danke. Haben wir das. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Danke. So, 1-1. Das ist falsch. Ihr macht da gar nichts. Mist. Schon vermasselt, ne? Ja. Dann wird direkt abgebrochen. Okay. 1-0. Ja gut, das ist aber mehr als machbar. Stimmt da, wenn jemand ein Extra-Tor macht, gibt's Bonus? Ja. Haben wir doch. Schön. So, waren wir hier schon? Ja. Da waren wir schon. So, und da sind wir jetzt auch fast da, wo es aktuell ist. Und hier zeigt er auch den Shop. Das kann man alles kaufen, je nachdem, was man hier für Scores hat. Ihr seht schon, ich habe schon das eine oder andere. Ich überlege mir aber, was ich da wie ausgebe. Das diskutiere ich mit mir noch. Da kommt dann auch noch was. Aber jetzt kommen wir mal dahin, wo ich beim letzten, vor dem Ende, Ende groß, liebe Freunde. Aber hier gibt es sicherlich noch einen Bugfix. Hoffe ich. So. Seht, jetzt haben wir so ein, ja, so eine, man sieht schon, was das für eine komische Fähigkeit ist. Na komm, na komm, geh mal. Na mal, jetzt ich dir jetzt erstmal hier wieder einen Schutzanzug verpasst. Na komm, Spiel nach vorne. Nicht draufhalten, jetzt auch passen können. Jetzt aber halten. Oh. Meine Güte. Jetzt schieß. Also 1-1 bringt Bonuspunkte. Wie soll ich denn da gewinnen? Seid ihr lustig? Dann müsste ich jetzt tatsächlich nochmal das Spiel wiederholen. Na, das mache ich nicht. Nein. Zack, zack. So, erstmal wieder alle hier mal schützen. Gut, der kann jetzt auch geschützt werden. Na, komm. Ja, und jetzt schieß drauf. Danke. Ja. 22 Sekunden. Wie ihr seht, damit wird das Ganze natürlich total verlangsamt. Ja, böse ist, kann man sagen, das ist so wie Niederlande unter Van Kral. So viel Potenzial und so ein Standfußball. So, Ende. Komm, pfeif ab. Schön. So. Das übrigens mit den Bonusprozenten kann ich auch erklären. Ich habe mir so ein Item geholt, um da einfach mehr Geld zu kriegen. Dachte, das war ganz sinnvoll. So, das ist das, wo ich beim letzten Mal gescheitert bin. Das ist auch, glaube ich, eine gute Gelegenheit, einen Ausgang zu machen von diesem Game. Tut's euch einfach mal an. Also ich denke, für Gag, ja. Jetzt nicht unbedingt das, was man sagen kann, boah, was für eine Revolution, aber es ist ganz putzig. Es ist mal wieder so eine total verrückte Idee, die auch funktioniert. Sieht gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Yes! Yes! Schön! Da muss ich gar nichts tun. Ah, war ich eine Sekunde zu spät. So, kommt weg. Ach, da rein, komm. Na ja, gut, das war ein Pass zu viel. Aber sonst. Also das sieht vom Ergebnis doch souverän aus. Ja. So, komm und schieß. Wow! Also hier komme ich definitiv weiter. Das
kann ich mir nicht vorstellen, dass ich in einer Minute 5 Tore kassiere. Freund, ich kann ja schon hier auf Safe gehen. Kann schon anfangen zu sparen. Komm, krieg dir erstmal so ein Upgrade. Ein bisschen Micromanagement. Na gut, wäre der Pass angekommen. Na, ist egal, komm. Das ist egal. Da mache ich auch keinen Vorwurf bei dem Spielstand. Einmal schön upgraden. Da, die gewinnen selbst ohne mich. 7-1, da war doch was. Warum kommt mir das Ergebnis auch vor? Die waren auch, glaube ich, in Gelb. Und ich war dabei. Immer noch eine geile Geschichte. Na komm, wir wollen nicht gierig sein, 7-1 reicht. Na, 7-2 hätte jetzt nicht sein müssen, Freunde. Oh, der hätte noch zählen können. Also, Skandal. Schön, haben wir das auch. Na komm, dann machen wir das doch nochmal. Das sind die gegnerischen Fähigkeiten. Das bleibt aber dabei. Wenn man das Schönes. Okay. Gegenmaßnahmen mit Rüd. Okay. Schön, was man alles so freispielt. So, komm, machen wir das auch noch. Schließt das Spiel mit den Punkten 3-2 ab. Und dann soll man einen Bonus kriegen bei 1-1? Wenn es kurzzeitig mal 1-1 gestanden hat, oder was? Verstehe ich auch nicht. Weil es kann ja kein Endstand werden. Kannst ja nicht beides erreichen. Schön. So, komm. Oh, nochmal. Schön. Schön. So, jetzt müsste er eigentlich nur noch 2 Tore schießen. Und dann habe ich gewonnen. Schön. Haben wir, ne? Coole Sache. So, komm. Weil es heißt, man, jetzt haben Torwart Angst davor. Das ist mir egal. Ich bleib bei dieser Sache. Ich werde wahrscheinlich die Leute, die das Game wahrscheinlich kennen, sagen, Alter, jetzt nimm mal andere Fähigkeiten. Aber damit fahre ich gut. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, jetzt gibt es wahrscheinlich den Meteoritenschlag. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gar nichts mehr auf die Kette. Oh, was haben sie mit dem Ball gemacht? Kann man den nicht annehmen ohne Schutz, oder was? Komm, dann kriegst du jetzt erstmal hier. Das ist erstmal eine Schutzzone. Ne, geht doch. Was haben die denn da? Was ist denn da jetzt anders? Nee. Freunde. Schön. Nein, ihr macht da gar nichts. Da muss ich halt in Anführungszeichen die ganze Mannschaft wegsprengen. Dann tue ich das auch. So, komm. Schön. Schön. Noch besser. Mist. Alter! Was ist denn hier los? Schützenfest, oder was? So, rein da. Jetzt spielen wir so souverän. So, komm, erstmal alles auf. Ja, fit. Und machen rein zum 7-4. Schön. 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 9-4. Wie verdammt geil ist das denn? 10-4. Also ich denke schon. Ah gut, egal. 10-5. Egal, das ist souverän. Ah, schön nochmal mehr 3 Sterne. Deswegen musst du die Torpfosten ersetzen. Ist das jetzt so eine Art Championship-Match?
Okay, was haben wir da? Was haben wir? Das ist ein Schleim. Um besser zu verstehen, was passiert. Geschwindigkeitsbooster. Komm, wir machen mal einen Klon. Das ist Championship, ne? Gut, das ist dann ein würdiger Abschluss für dieses kleine, nette Video. Was machen wir denn da? Müssen wir jetzt reintreffen, oder was? Geht's denn jetzt da rein? Ach, tatsächlich. Heißt also, wir spielen auf 10 Tore. Okay, gut, aber das kriege ich ja hin. Spreng ich euch alle weg. Wie steht's denn jetzt? Wir führen, gut. So, können wir auch ein bisschen protecten. Ja. Ah, es ist souverän. Brauche ich auch gar nicht eingreifen. 12-10. 13-10. Ihr wolltet ein paar Tore sehen. Ja, mal jetzt. Wir nähern uns langsam Handballergebnis. So, zack, zack. 16-13. 18-13. Geil. Ja, läuft doch. 20. Ja, jetzt sind wir mal Handball. Schön, dann gib mir den Cup. Da wird nichts mehr passieren. 23-17. 40 Tore in einem Spiel, meine Damen und Herren. 40 Tore! Ja, da sind andere 40 Tage durch die Wüste gerannt und wir haben 40 Tore. So, dann gib mir den Cup. So, deine Taktik ändern kannst, okay? Kann ich? Möchte ich das? Weiß ich gar nicht. Egal, wir haben den ersten Cup gesehen. Das ist Foot. LOL. Ihr seht schon, das Spiel nimmt sich nicht ganz so ernst. Aber auf jeden Fall, die Epic Fail League macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und noch viel Spaß mit der WM. Und ja, mehr Indie-Kram gibt's hier auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.